Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Ostriff. Ich bin rechtzeitig wieder zurück aus meiner Krankheit, wie ihr seht. Unten rechts, es ist die Alpha 5 gekommen und zwar gestern. Heute ist Sonntag, der 26.03., wo ich das hier aufnehme. Und gestern ist dieses Update gekommen. Es sind neue Karten hinzugekommen, es sind neue Gebäude hinzugekommen, es sind einige neue Features hinzugekommen, zum Beispiel, wenn wir über 250 Einwohner haben, werden diese auch krank. Grippe, Zahnschmerzen, Knochenbrüche, dazu haben wir einen sogenannten Barber, einen Barbier oder Barber, wie er genannt wurde im Mittelalter. Oder um diese Zeit, der Zähne gezogen hat, Knochen gerichtet hat und da weiter weisen mehr. Es sind wohl Reihenhäuser hinzugekommen, es sind zweistöckige Häuser hinzugekommen. Also, ich muss meinen Respekt zollen gegenüber dem Jewgeni, dass er in dieser schweren Zeit so hart an diesem Spiel gearbeitet hat. Es ist einfach nur fantastisch, was dieser junge Mann geleistet hat, unter den widrigen Bedingungen, die wir ja alle kennen. Wie gesagt, es sind auch neue Karten hinzugekommen. Ich habe jetzt erstmal mein, weil ich auf 4K spiele, da ist das alles etwas recht klein. Ich habe jetzt erstmal das HUD bzw. UI-Scale etwas größer gestellt auf 150%, damit wir auch etwas lesen können. Jetzt werde ich erstmal das Audio wieder etwas runterdrehen. Ich gehe erstmal auf 50%. So, das Musikvolumen drehe ich auch gleich mal runter. Ich sag mal auf 20% werden wir da gehen. So, und die Sounds, die können ruhig etwas länger laufen. So, aber wir gehen noch etwas runter. Ich höre es gerade. Es braucht nur ganz dezent im Hintergrund zu laufen. So, alles andere lassen wir so in der Einstellung, wie es ist. Textur normal. Hier gibt es halt Englisch und Ukrainisch. Mehr gibt es nicht. Autosave Intervall, das stelle ich mal wieder auf. Das kann man eigentlich so lassen bei 2 Minuten. FPS-Limit. Das macht sich bei solchen Spielen immer etwas gut. Wir gehen auf 59 Frames pro Sekunde. Und jetzt schauen wir uns mal, wir werden auf alle Fälle ein neues Spiel starten. Schauen wir uns mal, sind Karten hinzugekommen. Ich drehe mal ganz runter erstmal. Die Karte 9. Die sieht schon etwas unbekannt aus für mich. Ach, jetzt steht noch einiges daneben. Seht ihr's? Karte 9 haben wir begrenzte Stein und Kalkstein. Karte 8 ebenfalls. 7 ebenfalls. Welche Karte? Ich denke mal, die Karte 9 ist dazu gekommen. Das sind recht breite Flüsse, das sagt mir eigentlich gar nichts. Die werde ich mir bei Gelegenheit mal anschauen und euch Bescheid geben, welche Karte. Die sieht auch anders aus, die Karte 6. Als die, die wir gespielt haben, oder? Weiß ich jetzt nicht. Karte 4 sieht auch sehr interessant aus. Hat eine relativ große Fläche zum Bauen zwischen den kleinen Flüssen. Karte 2. Hier haben wir auf alle Fälle mal schon unbegrenztes Eisenerz, aber begrenztes Stein und begrenztes Kalkstein. Ich glaube, der Art Karte 1. Ah, hier haben wir Kalkstein. Ne, wir wollten eigentlich alles haben. Hier haben wir bloß unbegrenzten Kalkstein. Aber wenn wir unbegrenztes Eisenerz haben, können wir ja eigentlich auch
gute Geschäfte machen, denke ich mir. Da werden wir halt unsere Industrie oder unser Handwerk auf die Eisenproduktion und Eisenherstellung konzentrieren. Wir haben limitierten Stein, den brauchen wir ja auch nicht so oft, sondern nur eigentlich für die Kirche. Und wir haben limitierten Kalkstein. Hier oben müssten wir dann, auf der Karte 1, müssten wir Eisenerz wieder importieren. Ne, wir nehmen mal die Karte 2. Die scheint mir nämlich auch neu zu sein, so wie es aussieht. Wir starten mal auf Karte 2, ein neues Spiel. Leicht hügelig. Sieht auf alle Fälle mal sehr interessant aus. Ich gehe erstmal auf Anhalten. So, wir beginnen wie üblich mit 2000 Geldstücken. Im März 1721. Und wir schauen uns erstmal die Karte an, bis zu den Grenzen, die wir haben. Relativ viel Wald. Hier tut sich's schön ab. Flachen zum Wasser hin. Ah, hier ist es auch ein bisschen hügelig. Also, das wird schon, ist schon eine interessante Gestaltung der Fläche. Hier hüben ist relativ flach, aber haben wir auch viel Wald. Ich denke mal, das wird schon ein. Hier haben wir, wie es aussieht, Stein. Genau, das ist, oder ist das Eisenerz? Mal gucken. Eisen. Hier haben wir Eisenerz. Also, da wissen wir doch schon, wo wir unsere Stadt platzieren, unser Dorf. Ich denke mal, wir brauchen auch Fläche für Landwirtschaft. Wir werden mal gucken, wo wir überhaupt beginnen können. Ist korrupt, also wir können nur auf dieser rechten Seite hier beginnen. Das Terrain kann man nicht benutzen. Ich würde sagen, wir beginnen hier. Genau, wir beginnen hier. Bauen unsere ersten Häuser hier unten am Fluss oder hier oben. Wir setzen jetzt mal unser Lager, unser Pionierlager hier oben hin. Wir haben 25 Leute, aber das ist ja egal. Wir haben 9 Zelte. Wir haben in jedem Zelt haben wir ein Mann, eine Frau, also 18 Arbeitskräfte haben wir insgesamt. So, wir beginnen, ich hoffe, wir schauen uns jetzt gleich mal, wir sind hier im Ruhemodus, unser Baumenü an. Also hier sehen wir es schon. Oh, die normalen Häuser, die Schenke und hier haben wir schon zweistöckige Reihenhäuser. Die sehen ja richtig gut aus. Da können wir uns jetzt. Hier ist sogar ein dreistöckiges. Das sind auch dreistöckige. Oh, zwei- und dreistöckige Häuser haben wir. Da werden wir natürlich einiges brauchen. Da brauchen wir ja auch Heu oder was ist denn das? Das setzen wir uns mal eins hier her und da schauen wir mal, was wir brauchen. Also, wir brauchen Sand. Alles klar. Wir brauchen für diese großen Häuser, brauchen wir nachher
Holz ist klar, Nägel, Ziegel, Leim, Sand und Steine. Alles klar, reißen wir gleich mal wieder weg. Dann müssen wir unser Spiel laufen lassen, damit es weggeht. Zack, weg ist es. So, jetzt tun wir mal wieder anhalten, dass uns die Zeit nicht verrinnt. So, was haben wir hier? Hier haben wir andere Brunnen, nicht nur diesen Ziehbrunnen, sondern auch andere Brunnen, Trinkwasserbrunnen. Und da brauchen wir auch Steine, Bretter, also müssen wir mit unseren Steinen sehr, sehr behutsam umgehen, beziehungsweise müssen wir mal sehen, wie viele Steine wir überhaupt so abbauen können. Ansonsten müssen wir Steine importieren. Wir schauen uns gleich mal auf unsere Karte um. Unsere Karte hatte doch Steine, oder ja? Wo die Steine liegen. Hier sind Steine. Hier haben wir Steine, an diesem Ufer haben wir Steine. Haben wir noch woanders welche, aber meistens konzentriert sich das auf eine Stelle. So, und da schauen wir doch mal, was haben wir denn hier? Das so groß sind die Steinvorkommen gar nicht. Wir haben hier etwa 2000, 3000, oh naja, es geht schon. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ach, das geht schon, 12, 13, hier ist nochmal Stein, 14, 15, 16. Also ich denke mal, wir haben jetzt bloß die Tausender gezählt. Wir werden so ungefähr auf 20.000 Steine kommen. Also müssen wir schon mal gut zu wissen, müssen wir schon mal gut damit umgehen. So, jetzt beginnen wir aber mal. Das ist unendlich. Dann kann man eine Mine herbauen, alles klar, das ist ein unendliches Eisenerz-Aufkommen. Da können wir schon was damit anfangen. Da können wir dann schon unsere Industrie, wie gesagt, auf Eisenerz-Limestone. Wie viel haben wir da? Hier haben wir 10.000. Das sieht doch gut aus. 20.000, 30.000, 40.000 werden das etwas sein. Doch ja etwas über 40.000 Limestone. Das dürfte eigentlich ausreichend sein. So, gut. Beginnen wir. Wir brauchen auf alle Fälle, guck mal hier rein, was haben wir noch dazu bekommen? Titchery, den brauchen wir. Eine Distillerie, eine Brauerei, eine Ziegelfabrik. Sehr gut. Was haben wir hier noch? Weiterschauen. Das sind die üblichen Verdächtigen. Hier haben wir eine kleine Granary. Nicht nur diese große, sondern auch eine kleine. Ein Warenhaus. Das ist dieses Trading Dock. Verkaufsstände. Wagenpark. Das ist alles für die Pferdefuhrwerke. Brücken. Das sind Kreuzungen oder was? Keine Ahnung. Da kommen wir aber auch noch dahinter, was das heißt. Wie gesagt, mein Englisch ist nicht so. Das muss ich mir selbst erarbeiten, was das ist. So, was haben wir hier? Hier ist klar das übliche Rathaus und Konstruktionsbüro. Oh, hier haben wir auch jetzt zwei Seiten, kleine Pavillons, die kennen wir ja, diese. Was haben wir noch? Bänke, mehrere Zäune, ein Briefkasten, ein Vogelhaus, diverse Bäume, alles klar. Was haben wir jetzt hier? Das ist
Die Schule, die kennen wir auch. Das ist der Barber, der das. Heilung, das ist unsere medizinische Versorgung. Und Religion kennen wir auch, Gräber, kleine Kapelle und die große Kirche. Das Wichtigste ist wohl hier Häuser. Die neuen Häuser, ein neuer Brunnen und ein paar neue Produktionsgebäude. Alles klar. Also, ich würde sagen, jetzt haben wir fast eine Viertelstunde gelabert. Jetzt fangen wir endlich mal an. Das kann natürlich sein, dass diese Folge heute etwas länger wird. So, wir beginnen wie üblich. Wir brauchen Holz. Also brauchen wir einen Förster. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo haben wir denn hier? Wo haben wir denn hier? Ach, hier unten haben sie Zeug. Alles klar, da müssen sie aber relativ weit laufen. Nützt nichts, kann man nicht ändern. So, gut, müssen sie von dort unten hier. Ach, hier hinten ist auch Schilf, alles klar. Gut, wir bauen einen Förster. Ein Forestry. Ja, den bauen wir schon mal hierher. Wir drehen den mal ein bisschen. Ich würde sagen, mit dem Eingang nach hinten. Ne, man könnte es so lassen. Wir lassen das jetzt so. Ja. Sonst müssen unsere Leute erst wieder um das Gebäude rumflitzen, um die ersten Stämme zu holen. So, den bauen wir hierher. Als nächstes brauchen wir auf alle Fälle den Teachery. Den haben wir hier. Den setzen wir gleich daneben. Wir können den entweder hier runter oder wir setzen den weiter hier rüber. Wir setzen den mal hierher, da ist der Weg nach hier hinten nicht ganz so weit. Wir müssen die ersten... Das können wir auch ein bisschen so an Abhang stellen. Genau, das stellen wir mal hierher. Auf was ich gerade sagen wollte, wir müssen am Anfang ein bisschen auf Effektivität schauen, damit das so schnell wie möglich läuft alles. So. Wir haben ein Teachery, wir haben einen Holzfäller. So, wir müssen aber auch an unsere Verpflegung denken für das nächste Jahr. Also müssen wir irgendwann jetzt auch schon oder für das kommende Jahr eine kleine Farm bauen. Mit einem Feld oder so etwas. So, wir bauen jetzt erst einmal ganz normales Haus mit Garten. Denn das bringt uns ja auch. Ah, hier können wir nicht. Drehen wir mal ein bisschen ein. F1, da hat sich nichts dran geändert. Sehen, ob man den hier runterziehen kann, denken. Zu lang. Da bis dahin. Das Haus lassen wir nämlich hier oben, aber hier oben auf der geraden Fläche stehen. So, wir ziehen die Sache aber noch ein Stückchen hier vor. So, und das setzen wir ganz nach oben in die Ecke. Und Enter. So. Und von der Sorte bauen wir gleich noch ein zweites. Das drehen wir auch wieder ein bisschen ein. F1, F2,
von der Länge her, lassen wir das so. Zu lang. Ich meine hier von der Breite. Wir gehen mal ein Stückchen hier runter noch. Halt, wir wollen mal hier was einschalten. Ah, jetzt haben wir es. Seht ihr das? Ich habe immer gern das, damit ich das sehe, wie ist das so ungefähr so. Gerade wenn man solche Zäune versetzt, dass man in etwas sieht, ist es parallel zu dem neuen Zaun, den man hier etwas zieht. So, das Haus, das drehen wir ein und setzen das hier vorne in die Ecke. So, sieht das doch schon besser aus. Haben wir Nummer 2. Und jetzt setzen wir natürlich mal ein paar kleine Häuser hierher. Das habe ich ja. Seht ihr das? Ich habe was falsch gemacht. Passiert auch, wenn man schon ewig lange Ostriff spielt. So, setzen wir erstmal dieses Haus hierher. Nehmen wir das halt als zweites. Und bauen nochmal ein Haus mit Garten hier. Ich habe vergessen, auf Enter zu drücken, sondern habe einfach nur mit der Maustaste bestätigt. So, gut. Das ziehen wir ein bisschen hierher. Also. F1. Ziehen wir bis hierher. Zu lang, so, das setzen wir hier hin. Und das setzen wir das, und da drehen wir das mal hier so rum rein. Hier sieht ganz gut aus. Der Grundriss von unserem Haus ist etwa parallel zu unserem Zaun. Haben wir eigentlich ganz gut gezogen. Und jetzt ändern. Jetzt haben wir es gesetzt. Alles klar. So, ein zweites Haus haben wir auch schon gesetzt. Und jetzt werden wir mal, wir müssten eigentlich, die Farm müssten wir eigentlich sogar als erstes bauen. Wir müssen sehen, dass wir eine Farm hierher kriegen. Damit wir noch für dieses Jahr mindestens eins Feld, ich sag mal so, mit Kartoffeln oder sowas. Das ist, kann man nicht... Hier kann man nicht bauen auf diesen Schrägen nach unten. Das ist weniger gut. Also, hier können wir auch nicht bauen. Ich hoffe, dass wir hier unten irgendwo hier oben können wir bauen, ja. Hier können wir eine Farm hersetzen. Also, müssen wir mal sehen, wie wir uns das hier einrichten, wir setzen, ob wir hier unten Felder hinsetzen können. Ich hoffe mal. Wir werden sehen. So, die stellen wir mal hierher, die Farm. Ansonsten müssen wir sehen, dass wir hier hinten abholzen für die Felder. Also hier runter auf diesen abschüssigen Gelände hier. Hier unten könntest du wieder bauen. Da bauen wir sie doch hier runter, oder? Dann müsste das doch hier funktionieren mitten. Wenn es nicht funktioniert, müssen wir halt uns etwas einfallen lassen. Das sieht aber irgendwie komisch aus, oder? Das versinkt mir zu sehr im Gelände, das Gebäude. Also setzen wir es hier hoch. Wir setzen das jetzt hier hoch. So, und die ziehen wir mal. Wir haben März. Wir haben ja einige als nächstes gleich. Hinter dem
Wir haben ja einige Rohstoffe dabei. Was haben wir denn an Ressourcen? Wir haben Trinkwasser, ist klar. Eisen haben wir, Nägel haben wir. Wir haben 4000 Dach und wir haben 4000 Holz. So, und wir brauchen für unseren Holzfäller brauchen wir 2600 Holz. Und für unsere Farm, das wird jetzt schon etwas schwieriger alles, brauchen wir 8500. Na gut, wir tun ja auch als erstes den Holzfäller. Den Holzfäller setzen. Gut, wir probieren das mal, wie das jetzt so läuft. Es nützt nichts. Also, oder wir switchen um, wir machen die Farm später. Wir reißen die Farm wieder weg. Da müssen wir halt im ersten Jahr mit den Lebensmitteln auskommen, die sie dabei haben. So, gut, dann bauen wir unsere Häuser weiter. Wir haben zwei Häuser haben wir gebaut. Das drehen wir auch ein. Drei. Und Schalttaste halten. 4, 5. Das soll schon unser Dorfzentrum werden hier. 6. Sieben. Acht. Jetzt brauchen wir noch ein neuntes. Da haben wir noch Platz. Ja, da können wir doch noch eins hierher setzen. F1. Es kriegt nicht ganz so großes Grundstück. Das können wir mehr nach hinten ziehen. So. Das habe ich Mist gemacht wieder. Wieder die falsche Maustaste gedrückt. Aber es gibt nichts, was wir nicht reparieren können. Also beginnen wir nochmal. So. Und Ender. So, jetzt haben wir die Häuser alle gebaut. Zumindest erstmal geplant. Und jetzt brauchen wir auf alle Fälle noch, das ist Pflicht, einen Schmied. Einen Schmied. Und den setzen wir uns hier in die Ecke, hier rein. Da steht er gut. Hierhin. So, und den ziehen wir uns vor, auf alle Fälle nach dem, ich sag mal, zweiten Haus. So, und für die Perspektive, wollen wir gleich mal schauen, brauchen wir ja auch Fishing Dock. Ich hoffe, dass wir die hier unten hinbauen können. Die haut irgendwas nicht hin. Warum können wir die nicht hierher bauen? Hier unten auch. Ah, hier.
Hier können wir sie hinbauen. Gut. Also. Suchen wir uns einen Platz. Hier kommt der erste Fischer hin. Und daneben gleich. Was nützt ein Fischer ohne Boot? Ein Bootsbauer. So, den stellen wir gleich mal daneben. Da setzen wir mal ein Stückchen ab hierher. So. So, das hätten wir auch schon. So, ich würde aber sagen, das lassen wir jetzt erstmal etwas laufen. Wir stellen mal auf schnelle Geschwindigkeit. So, und es halt, ist nur gut, dass wir die Meldung hier oben kriegen. Wir brauchen ja noch eine. Müssen wir doch noch mal langsam machen. Wir müssen uns ja noch eine Clay Pit. Wir brauchen doch. Was ist das? Eine Sandpit und eine Clay Pit. Guckt an. Wir haben eine Sandgrube, haben wir auch. So, müssen wir mal sehen, wo wir. Hier können wir sie nicht hinsetzen. Also wir kriegen jetzt auch gezeigt, wo wir das hinsetzen können. Alles klar. Hier müssen wir sehr viele Bäume wegmachen. Sechs Bäume. Ich muss mal einen. Ach, wo wir so wenig wie möglich Bäume wegmachen müssen. Muss auch relativ schnell gehen. Dann setzen wir sie doch hier oben hin. Dann drehen wir das Ding mal. Halt. Ah, wieder zu weit. So. Hier haben wir drei Bäume, zwei Bäume. Na, da setzen wir das mal hierher, damit sie gleich. Hier null Bäume, setzen wir hier hin. So, und die müssen wir aber jetzt hier vorziehen. Die brauchen wir ja unbedingt. So, alles klar. Jetzt kann es losgehen. Jetzt stellen wir mal auf flott. 12-fache Geschwindigkeit. So, alles klar. Die Aufgabe steht, so viel wie möglich Häuser bauen, bevor der Winter kommt. So, und jetzt müssen wir halt Leute einstellen. Das nochmal langsam stellen. So, wir brauchen hier auf alle Fälle Leute. So, die wollen das. Es tun die auch 18 Loks, nicht nur 12. 2, 3, 4 stellen wir hier erstmal am Anfang ein. Und hier stellen wir erstmal nur Frauen ein. 2. Alles klar, so. Und jetzt lassen wir das wieder ein bisschen schneller laufen. Hier haben wir 3, 4 Mann. Na komm, der vierte müsste auch noch reinkommen hier. Dass wir erstmal zu genügend Holz kommen. Dass das Lager an Brettern gefüllt wird. So, die Mädels hier, die holen schon Ried, um das zu trocknen, um das vorzubereiten, aufzubereiten. Hier kann man eine Plantage. Was kann man jetzt hier an? Markt, Dres vor, Rim, ach so, alles klar. Können wir Bäume neu pflanzen wahrscheinlich, oder? Sieht so aus, ja. Das muss ich mich auch noch damit vertraut machen. Aber das werde ich euch alles in der nächsten Folge erläutern. Ich werde auf alle Fälle mal noch ein zweites Spiel starten hier. Vielleicht auch auf der zweiten, auf derselben Karte, um mal schon Probe zu spielen, um euch das alles zu erklären. Das werde ich nicht vielleicht machen, das werde ich auf jeden Fall machen. Werde ich ja ein zweites Spiel beginnen und alles zu testen.
Denn es sind doch einige Sachen dazu gekommen. So, das klappt mal hier wieder ein. Halt, komm. Das war hier. So. Das erste Haus ist auch fertig. Wir haben April, Mitte April. Naja, das geht ja eigentlich relativ schnell. So, jetzt kommt das nächste Haus hier unten und dann kommt der Schmied. So, hier fehlt uns immer noch ein Mann. Wir haben jetzt aber auch 12.000, also können wir den eh hier rausschmeißen schon. Den tun wir weg, rationalisieren den auch. Jetzt haben wir schon relativ viel Holz drin, das sieht schon mal gut aus. So, und jetzt müssen wir natürlich auch schon mal vorbereiten unsere Meiler. Wir brauchen ja auch Holzkohle. Also, die stellen wir gleich mal hier dahinter. Umschalttaste, ich sag mal mindestens 3. Neue Geräusche, hört ihr das? Man hört das Sägen oder war das das letzte Mal schon? Ich weiß es nicht. So, einen vierten machen wir auch noch dazu. Gut. Ne, den wollte ich eigentlich nicht. Den wollten wir wegmachen. So, 4 Holzkohlemeiler. Das zweite Haus wird gebaut. Hier sind schon die ersten eingezogen. Die haben einiges an Lebensmitteln dabei. Alles klar. So, Wasser gibt es hier. Schauen wir gleich mal, was wir für einen anderen Brunnen brauchen. Da brauchen wir Stein. Also den können wir noch gar nicht bauen. Wir können erstmal nur diesen Ziehbrunnen bauen und da bauen wir nämlich auch mal noch einen. Den können wir doch hier an der Ecke bauen, oder? Oder wir bauen den hierher. Den drehen wir auch ein Stück. Wir brauchen die Wasserversorgung ist wichtig. Genau. Den haben wir da oben. Die stehen sich so ein bisschen diagonal gegenüber und den ziehen wir hierher. So. Naja, wir kriegen Hinweis, dass wir dekorieren können mit Büschen und Dekorationen. Naja, das wollen wir jetzt noch nicht. Jetzt geht es uns erst einmal um Häuser für den Winter. Und der Schmied ist fertig. So, jetzt tun wir nochmal wieder anhalten, um den in Schmied reinzustellen, dann sagen wir den, die Leberer mit allen möglichen Sachen bringst du das Zeug ran. Leberer sind alles, alles klar. So, und weiter geht's. Und schon haben wir einen Schmied drin und die bringen den jetzt Kohle und Eisenerz, damit er arbeiten kann. Unsere Holzfäller arbeiten auch fleißig. Wir haben 5.900 Bretter drin. Die Meiler werden bestückt. Gut, die dampfen unsere Meiler. So, hier der Kollege hat sogar schon was angebaut. In seinem Haus mit Garten. Wir bauen ja das nächste Haus mit Garten. So, wir brauchen noch 7 Häuser, alles klar. So, ich halte jetzt mal meine Gusche ein bisschen und ich werde das auch hier dann im Zeitraffer nochmal, es ist schon schnell, aber ich werde es nochmal beim Schneiden einen Zeitraffer drüber legen, damit wir noch sehen, wie sie bauen. Alles klar, meine Freunde, ich melde mich gleich wieder.
Also, meine Freunde, wie ihr seht, unser Minimalziel werden wir erreichen. Wir haben Anfang Oktober und es ist noch ein Haus zu bauen. Also werden alle unsere neuen Siedlerfamilien in einem ordentlichen Haus unterkommen. Wir lassen den jetzt hier das Haus zu Ende bauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde inzwischen mal ausprobieren, da wir ja noch zum Jahresende hin noch genügend Zeit haben, wie wir eine Farm platzieren können hier auf diesem Gelände. Also meine Freunde, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder hier in unserem neuen Ostriffdorf. Und wie immer wünsche ich euch eine gute Woche und wir sehen uns nächste Woche wieder. Alles klar, ich sage dann mal Tschüss, bis zur nächsten Folge.